Für mich war es ganz logisch, dass ich das mache. In der Bergführerausbildung bin ich ja nicht die einzige Frau und das ist ziemlich cool. Die Frauenquote, die liegt so bei 1%. Also ich habe auch aus dem Freundeskreis so ein paar Leute, die sagen, hey, dein Ernst jetzt, das ist Männerberuf und da haben Frauen nichts zu suchen, die kennen das sowieso nicht. Ich bin natürlich in den Bergen aufgewachsen ein Stück weit, aber jetzt nicht mit Klettern und nicht mit so richtig Bergsteigen, sondern eher mit Wandern und auf irgendwelchen Hütten sein. Ich war am Anfang voll viel mit meinem Ex-Mann unterwegs und habe immer mehr Leute natürlich kennengelernt und bin dann in den Expertkader gekommen. Und das war halt voll die gute Möglichkeit, einfach andere Leute kennenzulernen und gerade auch Mädels zu treffen, weil das nicht ganz so oft in den Bergen oder ist einfach, keine Ahnung, es gibt einfach nicht so viele Mädels, die das machen. Das ist auf jeden Fall eine Männerdomäne, in die man, glaube ich, auch reinwachsen muss und wo man sich beweisen muss. Das glaubt man halt Frauen nicht zu, dass sie das vielleicht besser könnten. Die Männer. Was nicht heißt, dass wir das alles besser können, aber die werden halt einfach öfters unterschätzt, glaube ich. Und natürlich ist es so, dass viele Leute, also dass Männer oft stärker sind und mehr Kraft haben, aber vielleicht kommt es beim Führen auch noch ein bisschen auf andere Sachen drauf an. Also ich glaube, dass das Menschliche auch ziemlich wichtig ist und dass es wichtig ist, sich in die Gäste reinversetzen zu können und auch mal, also ich meine, nur weil das für dich leicht ist, kann es trotzdem sein, dass dein Gast Angst hat. Ich glaube, dass da Frauen auf jeden Fall feinfühliger sind. Ich habe jetzt den Berglauf vor mir. Das sind ungefähr 1400 Höhenmeter und wir haben eine Stunde 45 Zeit. Eine Stunde 45 heute, weil oben noch Schnee liegt. Normalerweise müssen wir ein bisschen schneller sein. Es ist brutal warm gerade. Ich bin mal gespannt. Das ist wirklich, glaub, ganz schön anstrengend, ganz schön eine Quälerei da hoch jetzt. Die ersten paar Meter sind super steil, die ersten 1000. Und dann geht es ein bisschen flacher dahin. Das wird dann vielleicht ein bisschen entspannter. 15 Sekunden. Okay, Raffaella, für dich das Gleiche. Viel Erfolg, los geht's. Zeit neu. Wir sind jetzt beim Eingangstest, das heißt, da müssen alle durch, die irgendwo die Bergführerausbildung mal starten wollen. Ich kenne jetzt wenig andere Berufe, die so mit 10-tägigen Eingangsprüfungen aufwarten. Das ist schon lang und das ist anspruchsvoll. Und wir nehmen uns die Zeit und wir finden es auch gut, weil wir verfolgen eher so ein bisschen die Philosophie, dass man es, ja, wenn man es einmal geschafft hat, dann soll man auch diese Bergführerausbildung mit einiger Sicherheit dann beenden können. Querst drüber, den Riss hoch, oben aussteigen, nach rechts rüber, die Verschneidung wieder runter. Dann viel Erfolg und auf die Plätze fertig. Also uns geht's
ganz klar mal um mehrere Dinge, die wir so anschauen bei unseren Bewerbern. Das ist natürlich einmal das persönliche Können, dass sie wirklich die technischen und körperlichen Fähigkeiten für diese Touren, die wir da abfordern, auch haben und bringen. Und dann ist es aber auch ganz viel, so, wie soll ich sagen, Erfahrung. Einfach den Überblick am Berg, das Seilhandling, zügige Technik, gute Wegfindung. Und das sind einfach alles Dinge, die lassen sich nur durch Erfahrung sammeln. Also die müssen einfach viel unterwegs sein, das wollen wir sehen. Es sind so über 500 Bergführer, also da und davon 12, 15 Frauen. Boah, so, das ist so das Verhältnis. Für mich war es ganz logisch, dass ich das mache. Ich habe aber, es wurde dann wirklich von außen an mich herangetragen durch einige männliche Mitglieder der Gruppe, dass das gar nicht so gewünscht ist. Allerdings war dann mein späterer Mann, der auch die Bergführerausbildung dann ein bisschen später angefangen hat, mit dabei und der hat das durchaus unterstützt. Aber da waren Spätzle von ihm, die wollten das eigentlich nicht unterstützen. Und ich kann mich erinnern, wir waren mal in einem Urlaub in den Dolomiten und dann kam dann einer nachgereist und wir sind dann in dreier Seilschaft geklettert und der hat mich dann, wie man so sagt, der hat mich dann richtig gemobbt, der wollte mich nicht dabei haben, bis ich dann einfach meine Ansage gemacht habe und gesagt, hey, du bist eigentlich der Gast bei uns in der Seilschaft und du entweder du spulst jetzt da so mit, wie wir da mitspulen, oder du fährst wieder heim. Ja, also das war dann schon sehr seltsam und das war dann auch die Aussage, nachdem ich mit dem Helmut damals die Eiger-Nordwand geklettert bin, dann kam aus dem Spitzelkreis kam dann die Aussage, ja, jetzt brauche ich es nicht mehr machen. Jetzt machen sie ja schon die Weiberleit. Unser nächster Punkt, den wo wir eigentlich erreichen wollen, ist einmal hier unten rechts. Wisst ihr, welche Terrasse ich meine? Ja. Da wo die Eisenstange raus. Da wo die Eisenstange raus. Ist es gut? Jeder hat irgendwie eine Familie daheim oder vielleicht geht es mal jemandem aus der Familie nicht so gut. Und sowas kommt, finde ich, in den Männergesprächen halt sehr oft zu kurz. Da geht es eigentlich immer, ja nicht immer, aber es geht schon sehr viel um Leistung. Und wer hat das gemacht und wer hat jenes gemacht? Und sowas Soziales wie, ja, wie geht es eigentlich bei dir daheim oder wie geht es deiner Oma oder was machen deine anderen Freundinnen? Muss jetzt am Wochenende mal wieder mit den Brunchen gehen. Also ich finde, so normale Mädelssachen können schon auch noch dazu. Und ja, macht mir auch Spaß. Ja. Bibi ist auch jemand, die recht strukturiert halt einfach an Sachen rangeht und ziemlich schnell Sachen einfach umsetzen kann und sehr schnell lernt halt. Ja. Sie war da recht experimentierfreudig, was ich auch gut fand, halt einfach ein bisschen ausprobieren, was ist so der richtige Style, was funktioniert für sie so beim Führen. Als Frau ist es immer noch mal ein bisschen schwieriger, sage ich mal. Es gibt noch nicht so viele Frauen, die den Beruf also quasi auch ausüben und haben auch dann also rein körperlich auch Nachteile, weil sie einfach meistens nicht so schwer und so dick sind vielleicht wie Männer. Und dann müssen sie sich eigentlich auch einen anderen Führungsstil halt angewöhnen oder sie müssen das halt anpassen. Aber die Bibi macht das super, also gefällt mir da auch gut.
die Frauenquote in der österreichischen Ausbildung ist ziemlich ähnlich wie in den meisten Alpenländern. Die liegt so bei 1%. 1% ist besser als kein Prozent. Wir als Bergführer leben sicher ein spezielles Leben, weil wir sind halt nicht jeden Tag am Abend wieder zu Hause. Und wenn man viel unterwegs ist, dann ist es oft mit der persönlichen Lebensplanung nicht so einfach. Also bei mir ist es zum Beispiel gerade so, ich bin im 7. Monat schwanger. Und das war jetzt nicht so eine leichte Entscheidung. Man kann natürlich eine gewisse Zeit lang vielleicht den Beruf nicht mehr so intensiv ausüben, wie man es vorher gemacht hat. Aber also ich bin in der glücklichen Lage, dass ich einen sehr coolen Partner habe, der auch Bergführer ist. Und wir leben ein sehr ähnliches Leben. Und da versteht man ja auch die Bedürfnisse vom anderen und werden schauen, dass wir uns auch mit der Kinderbetreuung so gut wie möglich abwechseln. Und ja, wird anders werden, aber ich bin schon ganz neugierig und gespannt, wie das wird. Ja. Alle Mädels, die da diese Ausbildung anfangen, die wissen eigentlich ganz genau, dass sie sich nirgendwo irgendwie, wow, das kann ich jetzt halt nicht, sondern da musst wirklich beide Hände aus der Hosentasche nehmen und fertig und performen. So ist es.